Hi, mein Name ist Patrick Piel und zusammen mit meinem Kumpel Johnny habe ich mich im Mai 2022 auf meine wohl anstrengendste Reise jemals gemacht. Nachdem wir ein Jahr zuvor mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren sind, wollten wir dieses Mal eine neue Herausforderung. Weiter, extremer, länger, schwieriger. Mit einer besseren Vorbereitung, wochenlangem Training und einer großen Portion Selbstvertrauen nahmen wir uns vor, mit dem Fahrrad fast 900 Kilometer nach Spanien zu fahren. Wir starteten in Dijon in Frankreich, fuhren entlang der Saône durch Lyon und entlang der Rhön durch Montpellier ans französische Mittelmeer. Wir überquerten die Pyrenäen nach Spanien und fuhren entlang der Costa Brava nach Barcelona. Insgesamt waren wir 887 Kilometer und 11 Tage unterwegs. Ey, es ist so zum Kotzen, ne? Hey, was ist das für eine verfickte Scheiße, Alter? Lass den Dämon raus, Johnny! Lass ihn raus! Ja, es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Der Wahnsinn ist da, Leute! Noch 9 Kilometer bis zum Meer. Digga, das ist crazy, Mann! In dieser dreiteiligen Serie siehst du unsere Geschichte. Viel Spaß! Guten Morgen, Freunde. Es ist Tag Nummer 8. Es ist Sonntag. Am Mittwoch, wenn wir nach Barcelona reinfahren, sind es noch heute Sonntag, dann morgen und übermorgen, also noch mit heute 3 Tage, ohne heute 2 Tage zum Fahren. Wir werden heute doch nicht über die spanische Grenze fahren, habe ich vorhin auf dem Handy gesehen. Wir werden heute ein bisschen kurz vor die Grenze fahren. Same shit, different day. Same shit, different day, so sieht's aus. Da wäre ich schon fast ausgerutscht. Aber das geht. Das geht gut. Das ist ein offizieller Kugelweg, Leute, gell? Das ist ein offizieller Kugelweg. Wahrscheinlich fragen jetzt die meisten, ja, warum nutzt ihr Google überhaupt? Warum nutzt ihr nicht Komoot? Bisher hat uns Google immer nur perfekt durchgelotst. Bis auf jetzt. Leute, was mache ich eigentlich? Was? Ich glaube ja tatsächlich, dass man hier gar nicht durchfahren darf. Leute, die sind komplett falsch, aber komplett falsch. Komplett. Räder, Alter. Der ganze Matsch. Schaut es euch an. Da hängen gerade eben die Dreckbeulen drin. Hey, was ist das für eine verfickte Scheiße, Alter? Das war die absolut dümmste Entscheidung, Alter, die man je hätte treffen können. Das ist anstrengender gewesen als jede Bergauf, alles. Die Räder, die Schuhe, komplett Matsch, alles voll. Wir haben jetzt gerade ein bisschen die Ketten sauber gemacht. Da seht ihr noch so ein paar Restbrocken hier hängen unter dem Schutz. Hier ist alles noch voll mit Matsch. Hier alles voll. Es war gerade einfach nur brutal anstrengend. Wir haben mindestens eine ganze Stunde dadurch verloren. Rückwirkend betrachtet kann ich euch sagen, es war noch viel, viel, viel schlimmer, als es hier auf Kamera aussah. Wir mussten uns über eine Stunde lang durch diese Hitze und das Geäst kämpfen mit dem Fahrrad durch Schlamm und wir waren danach so ausgepowert, dass wir uns einfach erstmal Ruhe und Pause gönnen mussten. Mit den letzten Kräften fahren wir weiter an der Küste entlang, teilweise auch durchs Flachland, mal mehr, mal weniger gegen Wind, aber wir wussten ganz genau, bald kommt endlich die spanische Grenze. Ohne Wind, Leute, ist es so geil, hier lang zu brettern. Also du fließt, bist im Flow. Du trittst einfach und du kannst die ganze Zeit durchballern. Die Landschaft hier sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Ah, geil. Tägliche Routine. Leute, die Straße, ungelogen, ist
einen halben Meter neben uns. Wir fragen uns halt echt, was denken sich Leute, die in diesem Dorf hier wohnen. Und die sehen einfach zwei verwahrloste Männer am Straßenrand sitzen mit einem Gaskocher und ziehen sich Konserven rein. Sehen so aus, als ob sie gerade von der Baustelle kommen würden. Stell dir mal vor, ihr kommt von der Arbeit in eurem Städtlein, Dörflein, was ich, wo ihr wohnt. Und seht einfach diese zwei Männer. Das wäre ein Schock. Leute, was mir auch tatsächlich, jetzt wo ich gerade hier die Bahnstrecken sehe, eine Sache, die ich auch auf der Tour hier geil finde, ist, egal wo wir langfahren tatsächlich, es gibt immer irgendwo Hauptbahnhöfe, es gibt immer irgendwo Bahnhöfe zu Zügen. Das heißt, wenn irgendwas passieren sollte, ist eigentlich relativ simpel. Du hast ein Backup, du kannst mit einem TER, das sind die Regionalzüge hier, eigentlich fast von überall mit dem Fahrrad kostenlos auch noch, also das Fahrrad ist kostenlos, raus aus der Scheiße, falls du raus aus der Scheiße musst, so ungefähr. Und das finde ich eigentlich ganz geil zu wissen, es gibt zur Sicherheit auch irgendwo ein Backup, nämlich hier die Züge, falls was ist, falls man nicht vorankommt, falls was überspringen möchte, falls man zurück muss, weißt du ganz genau, der Zug bringt dich dahin. Ganz da hinten ist vielleicht schon Spanien, Leute. Leute, wir reißen das Ding gerade ab. 30 km/h im Durchschnitt, 25 mindestens die ganze Zeit. Seit 2 Stunden, wir ballern diese 40 Kilometer seit der Pause gerade so unnormal durch. Aber es läuft, wir haben keinen Gegenwind. Es geht kaum bergauf und selbst wenn es bergauf geht, dann haben wir keinen Gegenwind, der uns aufhält. So ist richtig geil gerade. Und das, obwohl wir jetzt seit 8 Tagen unterwegs sind, die Beine eigentlich brennen müssen, haben die Beine sich so an die Belastung angepasst, dass es gar kein Problem mehr darstellt. Es ist abartig geil. Jetzt sind wir gleich da, noch so 10 Kilometer. Dann schaffen wir es heute endlich mal, schlafen zu gehen, unser Zelt aufzubauen, bevor es 23 Uhr ist. Oder vielleicht sogar Mitternacht. Siegerlächeln, Leute! Guckt sie mir an! Mann! Wir haben es gefickt! So, Leute, wir haben es leider doch nicht geschafft. Es ist jetzt 22 Uhr. Und es ist trotzdem stockdunkel und wir essen im Dunkeln und im Stehen. Stehen. Und im Dunkeln. Und ihr seht jetzt hier, so sind die Fahrräder. Wir haben es jetzt hier in so einen, auf so einem Gefällt niedergeschlagen. Also wir haben es eigentlich gut hinbekommen. Das Problem ist nur, das Suchen nach einem guten Schlafplatz, wo wirklich keine Leute, Häuser oder so in der Nähe sind, ist halt leider doch nicht so einfach. Dementsprechend gibt es jetzt im Stehen, im Dunkeln die letzte Mahlzeit. Dann geht es ins Bett. Und so wie wir jetzt gerade hier da stehen, haben wir die letzten Tage immer verbracht. Immer im Dunkeln gegessen, im Dunkeln Zähne geputzt, im Dunkeln das Zelt aufgebaut. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Aber gut, was sollen wir machen? Morgen ist der vorletzte volle Radtag. Geil. Morgen geht's über die spanische Grenze. Wird geil, werden viele Höhenmeter, ich freue mich drauf. Wir versuchen ein bisschen Schlaf zu finden, doch die Moskitos und die feuchtschwüle Luft im Zelt machen uns die ganze Nacht lang zu schaffen. Wir schlafen kaum und wir wissen ganz genau, am nächsten Tag warten verdammt viele Höhenmeter auf uns, wenn wir die spanische Grenze endlich überqueren werden. Tag Nummer 9, einen guten Morgen. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Wir haben die Schnauze voll, Leute. Schnauze voll. Wirklich? Kein Bock mehr. Einfach nur noch ankommen, nicht mehr im Zelt pennen. Einfach nur im Barcelona. Es reicht. Am Barcelona mal am Strand rumliegen, das ist alles, was wir jetzt wollen.
Gibt Geileres. Gibt Geileres. Heute geht's über die spanische Grenze, ein Haufen Höhenmeter, nice. Also ihr seht, wir sind völlig motiviert. Hey, nichts könnte beschissener sein als dieser verfickte Drecksweg, wirklich. Es geht nur hoch, Leute. Es geht nur hoch, wirklich. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel geschwitzt wie jetzt gerade auf einmal. Wie kann man sich sowas freiwillig antun? Schön zur Mittagshitze auch noch. Geil! Danach fahre ich nie wieder Fahrrad, Alter. Nie wieder. Da ist endlich diese Drecksgrenze, Alter, das kann nicht wahr sein. Ey Bro, wir haben es einfach geschafft, Mann, das kann nicht wahr sein. Normalerweise geht es auf die Autobahn, oder? Ich weiß gar nicht, wir müssen mal aufpassen, welche Straße wir jetzt hier müssen. Wir müssen mal aufpassen, welche Straße wir jetzt lang fahren. Oh. Digga, lass mal ein Selfie machen. Ja. Fuck my life, Alter. How many kilometers a day did you drive? Like around, it's like an average. Average, it's 90, but also you can see it. Uh-huh. We just go all the time. This is the highway, uh-huh. And we just follow that road. Okay. Leute, wir haben es über die Grenze geschafft. Ich kann es kaum glauben. Also dieser Berg gerade eben hat mich so abgefuckt. Ich habe noch nie so einen Wutanfall gehabt. Also das war wirklich krass. Und der Typ da hinten, der mit dem Fahrrad gerade losfährt. Der Typ ist gerade eben, der hat gesagt, dass er aus Polen seit 5 Wochen unterwegs ist mit dem Fahrrad, 3000 Kilometer, fährt auch nach Barcelona, fliegt am Samstag wieder zurück. Und von ihm habe ich auch gerade gemerkt, so, wir hätten eigentlich auch nicht nur zelten können, wir hätten auch Couchsurfing ausprobieren können. Also hätte man auch noch mit Locals irgendwie in Kontakt kommen können. Also ich würde mal sagen, so, zeitaufwendiger. Ja genau, das ist echt so das größte Learning aktuell. Mehr Zeit einplanen, Pausentage und dann auch nicht nur zelten und auch mal ein bisschen was von den Locals, von den Leuten drumherum und so weiter der Region mitbekommen. Ja. Und jetzt geht's nur noch bergab. Jetzt geht's weiter nach España. Die letzten Kilometer ziehen sich brutal. Es macht immer weniger Spaß. Wir sind so froh, wenn die ganze Sache übermorgen vorbei ist. Der Tag ist fast rum. Die letzten 7 Kilometer für heute stehen noch an. Der Berg vorhin, die Grenze von Frankreich zu Spanien, hat uns brutal ausgepowert. Es ist fast keine Reserve mehr in den Beinen zu übrig. Und es ist gerade so anstrengend, einfach auf generell voranzukommen. Wir ballern morgen noch durch. Sind froh, wenn wir die letzten 2 Nächte jetzt in den Zelten verbracht haben. Und dann hat sich die Sache auch erledigt, endlich. Mmh, geil, vegetarische Lasagne, Veggie-Lasagne. Und bei mir gibt es hier die schönen Spaghetti Bolognese aus der Dose, kalt. Kalt, weil die Nerven liegen blank. Also ich habe noch nie in meinem Leben so wenig Bock gehabt, eine Sache zu Ende zu bringen, wie jetzt gerade. Wirklich, dieser Tag heute. Wir stinken übelst, seit 5 Tagen die Socken nicht mehr gewechselt, weil es macht ja eh keinen Sinn, weil du stinkst ja eh wieder voll. Ich will nicht wissen, was andere Leute denken, wenn wir ihnen nahe kommen, wenn wir in den Supermarkt gehen, ja. Wirklich, es ist einfach nur heftig. Und wir sind einfach froh, wenn es vorbei ist. Sind wir mal ganz ehrlich. Einfach froh, wenn es vorbei ist. Ja. Der nächste Tag führt uns dann letztendlich an die spanische Küste. Ein weiteres Etappenziel, auf das wir schon lange gewartet haben. Und wir wussten ganz genau, sobald wir die Küste erreichen, ist es nicht mehr weit bis nach Barcelona. Richtig durchrasen.
Oh, es ist Tag 10. Der letzte Tag, der letzte richtige Tag. Nur noch einmal diesen Dreckszelt dann noch pennen. Dann ist alles vorbei. Leute, was würde ich dafür geben, um diese Boulder zu essen? Seht ihr sie? Könnt ihr sie sehen? Diese Boulder. Was würde ich geben, um die essen zu können? Alles. Ich würde alles geben. Es ist immer irgendwie noch die Zeit, rumzuschinden, ne? Du willst nicht auf diesem Fahrrad drauf. Wir wollen nicht mehr hier drauf sitzen. Wir wollen es einfach nicht mehr. Du erklimmst dich gefühlt zum 10. Mal gerade ein und gucken sich nochmal um, wo wir sicher seit gestern Abend sind. Ich will eigentlich meine Tanline. Geil. Guck, genau sowas meine ich. Er will einfach nicht los. Also da würde ich sagen, geben wir uns den Schuss. Ein letztes Mal. Es ist bitter. Es ist einfach bitter. Die letzten 125 Kilometer sind die absolut ekligsten. Die Motivation ist am Ende. Das ist alles nur Kopfsache jetzt. Wirklich alles nur Kopfsache. Der Körper sagt, der Kopf sagt eigentlich nein. Der Körper auch. Aber wir müssen durchziehen. Ah. 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 Guck mal nach vorne, Gianni, wie geil. Heute ist Gianni ein bisschen gereizt, Leute. Während ich gestern Aggressionsprobleme hatte, hat heute Gianni sie. Er ist aber auch müde, Alter. Müde, guck dir mal an. Geht nur hoch geht's. So als ob ich hier hochfliegen könnte, oder was? Es hört nicht auf. Wir arbeiten uns hier langsam hoch, Stück für Stück. Der Wahnsinn ist da, Leute! Mittagspause. Gianni ist schon fertig. Die gute Konserve. Bei mir gibt's also mega lecker, Spaghetti Carbonara. Mal so richtig kochen. Also Tüte auf und Wasser rein. Aber mal mit richtigen Nudeln kochen. Das war auch nur ein Versehen, musst du ehrlicherweise. Ja, war auch nur ein Versehen. Ich wollte eigentlich was Schnelleres haben. So, wir haben jetzt hier fertig gegessen und gerade, ihr glaubt nicht, wen wir gerade getroffen haben. Und wir sitzen hier in diesem Schatten und gerade fährt hier so ein Fahrradfahrer rein. Und das war einfach der Typ, der gestern von uns das Foto an der spanischen Grenze gemacht hat. Ich hatte gestern kurz über ihn erzählt, dass er 3000 Kilometer von Polen gefahren ist, hierher seit 5 Wochen unterwegs ist. Und genau das, jetzt treffen wir ihn wieder hier. Der Typ ist abartig krank, der ist mindestens 50 Jahre alt. Ja, der ist heute Morgen um 8:30 losgefahren. Ist jetzt schon 60 Kilometer gefahren. Wir haben aktuell nur 45. Kommt hier kurz her, redet mit uns so. Zieht sich eine Banane rein, zieht sich eine Mandarine rein. Im Stehen. Wir sitzen hier mit Gaskocher und so. Und machen jetzt auch ein Nickerchen. Der Typ ist schon wieder weg, weil er sich die Mandarine und die Banane reingepfiffen hat und einfach wieder weitergefahren ist. Er hat gesagt, I have my lunch, hat er gesagt. Und der Typ gerade eben hat auch zu uns, hat uns so gefragt, wo wir jetzt noch hinfahren, wie die Route aussieht. Und wir haben gesagt, ja, wir fahren halt jetzt in Spanien durch. Kurz den Sieg nach Hause fahren. Nach Barcelona. Kurz halt noch die restlichen 80 Kilometer voll machen, damit es endlich morgen vorbei ist. Und er hat aber gesagt, er fährt an der Küste entlang und hat uns gefragt, auf Englisch hat er uns gesagt, why not? Also warum fahren wir nicht die Küste entlang? Und dann ist, das war wie so eine Art... Der war auch so leicht geschockt, gell? So, ja. So, why not? Und das war auch wie so ein Gedankenblitz, wo ich mir dachte, hä, natürlich, Alter, warum fahren wir nicht diese Küste jetzt entlang? Es sind zwar ein bisschen mehr Höhenmeter und wird anstrengender, mehr Gegenwind, aber... Es geht ja nicht darum, es geht ja darum, dass wir eine geile Aussicht haben. Und wenn wir jetzt trotzdem, wie Google es uns vorschlägt, gefahren wären,
hätten wir jetzt die ganze Zeit diese scheiß Autobahn, diese scheiß Highway bis nach Barcelona an unserer Seite. Wir hätten nichts gesehen von Spanien. Deswegen fahren wir jetzt auf jeden Fall die Küste entlang. Es sind weniger Kilometer, 3 Kilometer weniger, aber halt 60 mehr Höhenmeter und mehr Gegenwind, also wird es auch anstrengender. Aber das geben wir uns. Die Costa Brava. Halbe Stunde später, komplett am Arsch, liege ich hier, weil wir nach dem Mittagessen uns immer so eine halbe Stunde Schlaf gönnen, einfach Handytimer an und dann einfach irgendwo hingelegt und der Körper fährt komplett runter, aber man ist noch nicht im richtigen Schlaf, das heißt, man fühlt sich nicht komplett eklig danach, sondern man kann irgendwie kurz sich einfach erholen und es ist echt immer richtig geil, haben wir gemerkt, das nach einer Pause zu machen und bevor es weitergeht, also klarer Tipp an der Stelle. Ja, so viel Spaß. So viel Spaß macht's. Ich stoße gerade echt an mein Limit, also wirklich. Mir ist schlecht, Leute, mir ist wirklich. Nur joking, ist echt schlecht. Mein Kopf brummt. Noch gute 70 Kilometer haben wir vor uns. Und ich bete einfach nur zu Gott, dass diese 70 Kilometer rumkommen, weil. Es ist böse, es ist richtig böse. Ich glaube, dass wir den Strand endlich erreicht haben. Ne? Ich kann es wirklich nicht glauben. Es war so ein Hassel hierher, Alter. Noch haben wir knappe immer 60. Noch, immer noch um die 50 Kilometer bis Barcelona. Wir können nicht mehr, Leute. Kann nicht mehr. Aber schaut es euch mal an. Schaut es euch doch mal an hier. Ganz langsam für euch. Das war knapp. Kurz vor knapp haben wir jetzt noch den Campingplatz gefunden. Wir wollten eigentlich wieder wild zelten, aber hier ist schwierig an der Küste. Aber die Costa Brava, keine Ahnung, ist mega, mega schön. Da hinten seht ihr das Meer. Wir werden morgen einen richtig geilen Ausblick aufs Meer haben. Lass uns den Eingang echt mal hier so nach da machen, dass wenn wir rausschauen, direkt aufs Meer gucken. Und Digga, tatsächlich jetzt Das letzte Mal Zelt aufschlagen. Das letzte Mal. Ein letztes Mal im Dunkeln essen. Das ist der Wärme. Ein letztes Mal die Isomatte reinschieben. Und zack. Und dann endlich ein letztes Mal aufstehen.
Es ist Tag Nummer 11 und heute fahren wir nach Barcelona rein. Die letzten 45 Kilometer warten auf uns. Jetzt heißt es ein letztes Mal, das Zelt abbaut. Endlich. Die letzten Meter, Leute, wir haben den Strand erreicht, die letzten Meter. Junge, wir haben es geschafft, Alter, wir sind in fucking Barcelona. Wir haben den Strand von Barcelona erreicht, Leute, ich kann es kaum glauben. Es ist unglaublich. Leute, wir haben es geschafft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie am Arsch ich bin. Wir sind jetzt hier in Barcelona angekommen, mitten am Strand. Es ist Mittwoch, wie viel Uhr? 2:30 mittags oder so. Die 45 Kilometer heute waren einfach die absolute Hölle für mich. Ich fand es schrecklich. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Über 800 Kilometer, die wir selbst gefahren sind. Fast 900 Kilometer, die wir generell zurückgelegt haben seit Dijon. Es ist absolut pervers. Heute ist der 11. Tag, der 12. Tag, an dem wir generell unterwegs sind. Und es war eine krasse Tour. Wir haben viel gelitten, wir haben viel geschwitzt, wir haben viel ausgehalten, viel gelernt, aber auch geile Momente gehabt. Mega, mega. Und das freut mich. Die schönste Tour, wirklich. Ja, absolut. Und das freut mich. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was daraus mitnehmen konntest, dass du mit uns gelitten hast, mit uns das Ganze enjoyed hast. Und wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da. Klick einfach auf den Abonnieren-Button, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und schick das Video doch auch einem Freund oder einer Freundin, die auch gerne mal eine Radtour plant oder für die das auch spannend sein könnte. Würde mich mega, mega, mega freuen. Vielen Dank für den Support. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt nochmal 3 Tage richtigen Urlaub in Barcelona. Jetzt wird gechillt, Leute. Jetzt sind mal 3 Tage Soul einfach mal. Jetzt sind mal wirklich komplett gechillt, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen im Massentourismus, Gianni. So Leute, jetzt noch für den Abspann, ja, ein paar kleine Insider-Infos. Wir haben die Scheißtage in Barcelona verbracht. Es ist kein Urlaub, es ist einfach nur ein Hustle. Wir haben jetzt im Bauhaus hier unsere Luftpolsterfolie gekauft. Wir müssen jetzt irgendwie unter höchstem Zeitdruck und Stress in den nächsten 2-3 Stunden die Fahrräder verpackt bekommen und auseinanderbauen. Ja, da hinten genau, Huperei. Die Schnauze haben wir sowieso gestrichen voll. Leute, ich war so Fahrrad. Gibt es eigentlich mal mit diesen zwei? In Ikea haben wir das nicht bekommen, deswegen haben wir eine schöne Zeit verschwendet jetzt auch noch. Und jetzt geht es erstmal zum Bahnhof und dann müssen wir es irgendwie auseinanderbauen und zusammenpacken. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass es nicht reicht. So, das erste Rad ist jetzt verpackt. Leute, das war ein Hustle. Wir hoffen, das passt so mit dieser Luftpolsterfolie. Wir haben es mit 2 inkompetenten Technik. Richtig, haben wir es hier noch so. Ein bisschen was übrig, ja, so einiges noch übrig. Leute, das ist der größte Hustle. Ich fahre nie wieder mit der französischen oder der spanischen Bahn. Wir sind jetzt hier im Zug drin, hier ist alles verpackt. Wir mussten gerade eben noch durch die Sicherheitskontrolle, also es ist wirklich wie am Flughafen. Ich musste meine Gaskartusche abgeben, weil ich im Zug fahre. Ich musste mein normales Einhandmesser abgeben, weil ich im fucking Zug fahre über eine Grenze. Das ist wirklich ein Witz, das ist wirklich einfach nur ein Witz. Wir hoffen mal, dass das jetzt alles klappt. Und fahren jetzt erstmal endlich nach Marseille und dann morgen nach Stuttgart zu Hause.
Hey Bro, so jetzt haben wir 4 Stunden Zugfahrt hinter uns. Um das aber festzuhalten, wo sind wir jetzt? In Aix-de-Provence. Geh mal ein Stück nach links oder nach rechts an so einem TGV-Bahnhof, weil wir wollen die Nacht nicht in Marseille verbringen, weil es ist sehr unsicher dort. Wir haben kein Hostel mehr bekommen. Leute, ich hab gerade noch mal so eine Frau Zugbegleiterin gefragt. Ich so, okay, was machen wir denn hier in der Umgebung? Weil wir müssen jetzt irgendwie die Nacht verbringen. Habe ich gesagt, das ist hier im Circle sicher. Die so, in Marseille? Not, never. Na, jetzt sind wir hier in so einem Vorort vor Marseille, wo auch unser Zug, mit dem wir nach Stuttgart morgen fahren, der fährt hier sowieso durch, sind hier deshalb ausgestiegen und müssen jetzt die Nacht verbringen, also ungefähr 9 Stunden. 10 noch, ja. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen was essen, aber hier gibt's, wir haben leider nichts mehr zu essen, wir haben fast nichts mehr zu trinken. Ja, ist alles so toll, ich bin so froh, dass es alles so gut ist. Ich bin so glücklich. Jetzt gucken wir mal, wir haben noch Haferflocken und wir haben noch eine Tomatensauce. Vielleicht mischen wir das. Dann Leute, schaut mal. Gourmet essen. Das nennen wir Urlaub, Leute. Das nennen wir Urlaub. Das Beste kommt jetzt noch. Gerade kam der Security-Typ und hat gesagt, dass die Station zumacht um Mitternacht. Dann müssen wir nicht nur das Gebäude verlassen, sondern das gesamte Grundstück von dieser Haltestelle. Wir wissen noch nicht, wie wir die Fahrräder transportieren sollen, weil das ein riesen Abfuck ist. So, ich mische das jetzt schön zusammen hier. Und was sagst du? Es geht voll klar. Ja? Wirklich. Leute, wenn ihr wirklich ganz sparsam leben wollt, Haferflocken, 60, 70 Cent, ich weiß gerade nicht. Plus eine Tomatensauce, könnt ihr auch passierte Tomaten nehmen, die sind ja noch günstiger. Herrlich gewürzt. Herrlich gewürzt. Doch, wirklich. Du verarschst mich doch, oder? Ja, wirklich. Schmeckt tatsächlich gut. Ich würde das sogar abends essen, ne? Leute, tut euch einfach selbst einen Gefallen. Wenn ihr im Fernverkehr reist, fahrt niemals mit der Bahn und dem Rad. Es lohnt sich nicht. Ja, gebt einen Fick auf diese Bahn. Es ist der letzte Laden, sowohl in Frankreich, in Spanien als auch in Deutschland. Nehmt einfach das Flugzeug, da seid ihr besser dran.